Tipps, Tricks und Teamvorschläge in Games of War. Hallo zusammen! Heute gibt es wieder einen Angriff aufs Territorium, und zwar das Moor der Reißzähne. Ich möchte euch zeigen, wie man sehr schnell alle Belohnungen bekommen kann. Was für ein Team ich dafür benutzt habe, das erfahrt ihr gleich. Was ich noch sagen möchte ist, kauft im Shop bitte die erste Stufe, weil meistens schafft man es sonst nicht, die letzte Stufe, Stufe 8, freizuschalten. Und man will sich ja nicht ein Orb des Chaos entgehen lassen, plus um 30 Edelsteine zu sparen. Ich habe schon etwas gespielt, wie ihr seht, alle Belohnungen freigeschalten. Ich hatte noch ein Infiltrationssiegel übrig gehabt, deswegen habe ich jetzt bis zum Endkampf auf Level 90 nochmal gespielt und möchte euch das Team vorstellen, mit dem ich bis dahin gespielt habe, und werde euch auch zeigen, wie das Team funktioniert. Das Team besteht aus dem Bergzermalmer, das ist die Heldenwaffe, der Tina 9000 sowie zweimal Tesla. Solltet ihr zum Beispiel die Tina 9000 nicht haben, könnt ihr auch den Grauen König nehmen oder die Königin Beatrix. Weil das Besondere bei diesem Team ist, es macht nur wahren Schaden. Das heißt, wir ignorieren die Rüstung des Gegners. Als Klasse empfehle ich euch den Mechaniker, da die Tina 9000 ein Mesh ist und alle Mesh starten dann mit 50% Mana. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Team funktioniert. Hilfreich ist es am Anfang, erstmal braune Edelsteine zu kombinieren, damit ihr oben den Bergzermalmer aufladet. Ist der Bergzermalmer aufgeladen, zündet ihr ihn? Wie ihr seht, ist jetzt auch schon die Tina 9000 und der erste Tesla aufgeladen. Ich empfehle es euch, dann nochmal den Bergzermalmer zu zünden, wenn er aufgeladen ist, dass wir schon den zweiten Tesla gut aufladen können. Jetzt starten wir mit der Tina, die wahren Schaden macht. Darauf, dass Tina jetzt den Schaden gemacht hat, erhält sie auch 104 Rüstungen. Und Tesla macht 8 wahren Streuschaden, verstärkt durch die Rüstung aller Verbündeten und Feinde. Wie ihr drüben seht, ist die Verstärkungsrate 4 zu 1. Aktuell machen wir quasi 8 wahren Schaden plus 221 verstärkten Schaden. Also insgesamt 229 wahren Streuschaden, der auf alle Feinde verteilt wird. Wie ihr seht, haben die Gegner zusammen drüben, was Leben betrifft, nur hier 101 und hier 113, macht zusammen 214 Leben. Das heißt, wir zünden jetzt einmal Tesla und sie sind alle beide weg. Das war das Team, mit dem ich bis hierhin gespielt habe. Ohne Probleme kam ich durch, deswegen empfehle ich euch das Team und die 30 Edelsteine auch für die erste Stufe im Shop zu kaufen. Mal schauen, was wir insgesamt noch bekommen haben. Ihr seht also, für 30 Edelsteine lohnt es sich. 3 mystische Waren, ein Kammerschlüssel, was auch empfehlenswert ist. Das Gold, okay, brauche ich in meinem Dings nicht mehr, sind 40.000 quasi ein Witz, aber für Anfänger empfehlenswert. Und 2 Orb des Chaos, auf die meisten Leute scharf sind. Und ihr seht, ein Orb der Weisheit, ein Orb des Aufstiegs, was will man mehr? Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr auch viel Erfolg mit dem Team haben werdet. Solltet ihr noch Fragen haben, Anregungen, schreibt bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder vielleicht abonniert ihr mich, wenn euch auch die anderen Videos von mir gefallen. Ich freue mich, euch bald wiedersehen zu dürfen. Bis bald.